Einen wunderschönen guten Tag, YouTube. Mein Name ist wie immer der gute Huckrux hier von Gaming Together und mit mir ist wieder der gute Hauermauer. Aloha, meine Freunde. So, und schön, dass ihr zu der ersten Episode zu Crab Maps eingeschaltet habt, denn wir zeigen euch jetzt die schönsten Maps von Battleforge. Custom Maps, ne? Wohlgemerkt. Und wir fangen hier schon mal mit dieser wunderschönen an, ja? Man sieht, die ist richtig gut, ja? Wir haben sie schon mal gespielt, ja? Wir haben sie nicht geschafft, weil sie recht schwer ist. Ein Verbündeter wünscht eure Aufmerksamkeit. Hier oben ist natürlich der Boss, ne? Aber dazu kommen wir gleich. Was wir das schon mal zu sagen können ist, hier wird man echt gezwungen, ne, wer Battleforge kennt, ne, man startet immer mit Energiebrunnen, ja. Wer hier nicht aufpasst, hat Pech. Also das ist echt eine Hardcore-Map. Hier muss man wirklich auch seine Energiebrunnen selber bauen. Wenn das nicht geil ist, ne. So, jetzt muss ich erstmal kurz warten, bis ich Energie reinbekomme, damit ich überhaupt Einheiten bauen kann und Musik bekomme. Währenddessen hole ich mir dann schon mal Monument 2. Nee, du musst jetzt zuerst an Grimranke vorbei. Ja, das wäre bei normalen Maps so, aber dass der Entwickler dieser Map so wundervolle Barrikaden gebaut hat, nenne ich es jetzt einfach mal, kann man ja sehr gut über die Map laufen. Sagen wir so, ne? Also, wo wir das zum ersten Mal gespielt haben, haben wir uns richtig Schrott gelacht, ja? Wir kennen das natürlich jetzt, was die Map für Macken hat. Der gute Herr, der diese Map erstellt hat, ich weiß nicht, ob das noch von der Urzeit ist oder ob das jetzt von der aktuellen Community einer ist. Jedenfalls wollte er hier mit diesen wunderschönen Barrikaden, Barrikaden bauen und somit den Spieler zwingen, hier in so einen Schlauch zu gehen. Ich meine, es scheitert schon zwar, dass man hier sogenannte Lücken schon hat, aber ja, man kann die ganze Barrikade einfach überlaufen und also drauf bauen, ne? Also hier, guck, das juckt nicht. Aber bevor ich hier wieder keine Energie habe, ja, laufe ich jetzt hier kurz mit meinem kleinen Baumgeist, damit wir auch endlich Musik haben und zeig's mal, ne? Hier, schöne Barrikade, der Spieler wird gezwungen jetzt hier schön gegen diese Grimranke zu kämpfen. Also der Spieler hat keine andere Möglichkeiten, woanders hinzulaufen. Der muss zuerst diese Grimranke hier besiegen, um überhaupt sein Mono 2 zu bekommen. Ne? Sehr wundervoll ist auch die tollen Käfer der Fraktion Natur, die zufälligerweise Sensebestie heißen und komisch. Ist das etwa eine Feuerkarte? Nein, guter Timo. Das ist allgemein die spezielle und seltene, super seltene Karte von Natur. Es gibt für Natur auch die Sensenbestie. Das ist ein Mix aus die Feuerkarte Sensenbestie und die komischen Käfer von Natur. Ja, das ist eine Special-Einheit, denn die kann auch schon auf Stufe 2 gespawnt werden. Nicht so wie die bei der Natur so bekannte Variante mit Stufe 3. Nein, die hier ist für Stufe 2. Und ist ein wunderschöner Mix. Man hat nur vergessen, die Karte grün zu lackieren. Ja, und hier hinten sowieso das. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber es ist nicht die gleiche Karte, aber es ist die gleiche Karte. Das ist die zweite Variante von dieser seltenen Karte. Also, das kann so ablaufen, ja? Du spawnst die Karte. Dann kann es passieren, dass du entweder die Vierer-Käfer-Konstellation bekommst oder du kriegst den Riesenkäfer. Also so richtig random Kram. Ah, so ist das. Ja, dann, genau, das so ist das geregelt. Und diese Kiste hier ist auch keine echte Kiste, sondern diese Kiste ist nur zur Deko da. The cake is a lie. Also wie man sieht, der gute Timo läuft jetzt hier gerade komplett über die Absperrung. Durch den Schlauch durch, ne? Denn er will ja zum nächsten Munu. Also, ich weiß nicht, ob die Map überhaupt generell noch runterladbar ist, ne? Aber wenn ihr sie spielen wollt, wir laden sie wieder hoch. Genau, also diese qualitativ hochmäßige Map
startet ja allein schon mit dem Spruch, warte, was war das? Zwei Wege. Genau. Nee, ein Weg, zwei Spieler. Kannst du das schaffen? Also, wer so grammatisch den Spieler dazu verleitet, diese Map zu starten, hat vollen Erfolg, sag ich mal, ja. Also, da kann man nichts verkehrt machen. Oh, ich hab fast genügend Energie. Es ist auch nicht so, dass man auf dieser Map so gut wie kaum Energie hat. Nein. Es ist einfach nur, damit man... Der Creator dieser Map hat sich gedacht, okay, die meisten Leute gehen wahrscheinlich eh erstmal gleich AFK. Bevor sie AFK gehen, will ich natürlich erstmal zwingen, dass sie noch die Energiebrunnen bauen, ne? Haben wir ja gemacht. Und jetzt könnte theoretisch der Spieler nochmal fix auf ein Klo gehen oder so und braucht dafür 10 Minuten. Und wenn er wiederkommt, kann er dann ganz gemütlich starten, ja? Deswegen startet man so wenig, oder starten wir mit wenig Energie und mit gar keinen Energiebrunnen, damit wir unsere geringe Energie gleich in den Energiebrunnen reinhauen können. damit es ein sehr schnelles Vorankommen ist, ja? Also damit man sich schön erstmal AFK setzen kann und Ruhe noch andere Dinge machen kann und dann danach in Ruhe seinen Kram machen kann. Ja, du hast jetzt das Problem, du kannst halt nicht den Energiebrunnen nutzen, weil hier eine wunderschöne Grimranke und Windweber sind mit einer nicht aufgebauten Mauer, die auch noch aus zwei Teilen besteht, wie ich gerade feststellen muss. Es ist keine komplette. Sie besteht aus zwei einzelnen Teilen. Das Ding ist übrigens auch, ne, wenn man hier sieht man eine Mauer, die kann man bauen. Das ist ein Fundament, das können wir bauen. Das hier ist eine Mauer, die kann man nichts machen. Die kann man nicht bauen. Und genau. Was ganz besonders ist, falls ihr mal diese Map spielen werdet, solltet, geht nie in diesen Bereich. Sagen wir generell den grauen Bereich. Es gibt auf manchen Maps, ich habe es zum Beispiel schon auf Schlachtfeld gehabt, dass direkt an meinem Monument auch dieser dunkle Bereich ist bei Solo PvE, RPvE. Also kann es da auch passieren. Aber in der Regel läuft das immer so ab, wenn man seine Einheit hier in den dunklen Bereich am Maprand hinschickt, verschwindet sie, ja. Also sie ist zwar noch da, aber theoretisch kann man sie noch steuern, aber es ist schwer, sie da rauszubekommen, weil sie wird automatisch abgewählt, da sie eigentlich nicht mehr im Spielbereich ist, ja, spielbaren Bereich. So, habe ich hier eine günstige Einheit, um hier irgendwie die anderen Einheiten gleich wegzulocken? Nee. Der Baumgeist ist echt die günstigste Variante. Dann machen wir das mal kurz. Dann laufen wir einmal komplett herum. Ich finde auch, wir zeigen, glaube ich, auch mal gleich, wie wichtig es ist, diese Mauer hier auch zu errichten. Ja, das ist sehr wichtig, sonst verstehen die das ja gar nicht. Nee, richtig. Denn es ist ja eine Schlauchmap und man ist ja gezwungen, hier durch den Schlauch zu laufen, ne? Und nicht irgendwie über die Barrikaden zu laufen. Also für die Leute, die das richtig spielen wollen, ne? Da ist es auch sehr wichtig, dass ihr die Mauer aufbaut. Aber erstmal müssen wir hier kurz den hier opfern. Wie ihr sehen könnt, es gibt kein viertes Monument. Es soll ja auch so sehr schwer sein halt. Ja, ist ja eine Hardcore-Map. Okay, das hat er letztes Mal nicht gemacht. Es kommt, glaube ich, weil ich ihn wegteleportiert habe. Na gut. Und den Teleport-Zauber habe ich jetzt nicht. Das ist ärgerlich. Wo wir das zum ersten Mal gespielt haben, habe ich natürlich mit meinem Schattendeck gespielt und da gibt es auf Stufe 2 einen netten Zauber. Und dann habe ich den ganzen Zeug hierhin teleportiert und die standen dann auch da. Die sind hier nicht wieder hergelaufen, sondern die standen da. Konnte man theoretisch in Ruhe hier sich aufbauen, aber... Naja... Läuft nicht so.
Dann setze ich einfach noch einen Baumgeist und versuche das einfach nochmal. Und wenn sie weggescheucht sind, versuche ich einfach auf Stufe 3 zu kommen. Wie sehr willst du da schon unten die schwer bewachten Energiepunkte einnehmen? Ich meine, das ist jetzt aktuell der erste Gegner, ne? Wie man sieht. Wir haben überhaupt nichts geskippelt, also wir laufen gerade so, wie es für die Map vorgesehen ist. Ach ja, nicht zu vergessen, ne? Es gibt hier keine Spawn-Gebäude, also man hat hier alle Zeit der Welt. Genau. Lasst mich in Ruhe. Dann haben wir mal eben deinen Energiebrunnen freigeräumt. Die laufen immer noch hinterher. Das kann knifflig werden. Das kann echt knifflig werden. Ich komme nicht an meinen Mu. Du kannst mir bestimmt helfen. Komm mal her. Nee, die macht mehr Damage, als mein Vieh aushält. Ja, aber ich habe Fluch des Grunzens. Ja, warten Sie kurz. Ich habe, will was gucken. Also man merkt, die Map ist wirklich gut konstruiert und eine reine Hardcore-Map, ne? Also die ist nur empfehlenswert, wenn man ein reiner Profi ist. Sie ist auch wunderschön designt. Es ist jetzt nicht so, dass das die hässlichste Map ist, ne? Obwohl, das ist sie auch. Was? Obwohl, das ist sie auch. Nein, nein. Man sieht, dass der Map-Ersteller sehr, sehr viel Mühe sich für die Map gegeben hat. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie kriege ich den Kram da weg, damit ich mein drittes Munu aufbauen kann. Ich kann natürlich jetzt auch eine große Armee hier bauen, aber das Problem ist, ich habe nur begrenzte Energie. Das ist echt knifflig. Ja. Timo, jetzt komm ran, Alter! Was machst denn du da? Ich habe was ausprobiert. Ich komm da schon. Haben Sie Geduld? Bin auf dem Weg. Ja, gut. Dann komm mal her. Den einen Baumgeist kann ich ja schon mal hier hinschicken. So. Wie du siehst, ich arbeite mit den beiden Brunnen gleichzeitig. Ja, aber ich sehe immer noch, dass es ratzefatz abgezogen wird. Das geht eigentlich. Protos kommen hier. Der Unglaubliche, ja. Der Unglaubliche kommt von meiner Seite und der Baumgeist. Gemeinsam werden wir jetzt die Gegner da machen. Welcher Unglaubliche? Der Unglaubliche. Ach, die grüne Schmetterzange. Ja. Ach, nee, der Unergründliche, nicht der Unglaubliche, Alter. Wie auch immer darauf kam. Naja. Das ist übrigens die Zange des Zerschmetterns in teuer. Vegan Variante. Und teuer. Teuer? Quatsch. Zweites Mono brauchst du. Ja, und? Ist dafür ein Tick stärker, Alter. Da bist du soweit? Ja. Gut, gut. Guck mal, ja, normalerweise mit einem kleinen Trick hätte ich sie jetzt weg teleportiert, aber ich habe halt mein Schattendeck nicht. Dementsprechend sind wir gezwungen, das so zu regeln. Aber dadurch, dass es ja eine Hardcore-Map ist und wir natürlich nur Profi-Gameplay zeigen, ist das ein Klacks für uns, ne? Ja.
So ist es. Hier, da, so. So. Dann warten wir mal kurz, bis wir auf Mono 3 kommen, ne? Und dann wollen wir die Map richtig spielen, ne? Schön von unten nach oben. Tun mal die Begrenzung hier unten erweitern. Ja, das ist gut, Alter. Army-Monument. Der einzige Weg für einen Spieler, ne? Es heißt ja auch in der Beschreibung, kannst du das schaffen, nicht ihr das schaffen, sondern kannst du das schaffen. Es gibt halt nur den einen Spieler, der auf Stufe 4 kommen darf und der muss das schaffen. Zack. So. Viertes Monument ist da. Einheiten sind auch am Start. Beziehungsweise eine. Mehr kann ich mir jetzt gerade nicht leisten. Denn es ist eine Hardcore-Map und man muss halt mit seiner Energieknappheit leben können. So ist es. Aber aus Sicherheitsgründen, falls man ja doch nochmal angegriffen wird, baue ich nochmal einen Turm aus Sicherheitsgründen. Genau, aus Sicherheitsgründen. Deswegen baue ich jetzt oben einmal kurz die Mauer auf. Aus Sicherheitsgründen. Ja, stimmt, die ist wichtige Mauer. Ja. Die ist sowas von relevant. Empfehlenswert für jeden Spieler, der diese Map auch spielen will. Sieht man eigentlich, wie die heißt? Nee, ne? Die Schlange. Hieß es die Schlange? Es hieß die Schlange. Okay, die Schlange. War natürlich auch vom deutschen Creator, ne? Hier sieht man, diese relevante Wand ist so wichtig, da kommt keiner mehr herum. Nur wir kommen da herum. Deswegen ist es zum Verteidigen sehr, sehr wichtig, dass man die aufbaut. Und man muss sehen, ohne Tor auch. Man hatte nie vor, dass da jemand durchkommt. Genau, deswegen kann nur der eine oder der eine Spieler hier herumlaufen, ne? Man sieht, die Map ist sehr hardcore-reich. Wir werden knapp draufgegangen, aber wir konnten gerade so die Grimmranke besiegen. Dann rennt man theoretisch hier dann weiter, ja, dann bekämpft man hier die Brutus an den Energiebrunnen. Dann geht's hier ganz nach unten. Aber da wir ja so premiumhaft sind, haben wir doch schon alles geskippt. Genau. Nur durch einen Trick, ja, kann man das machen, sonst ist sowas eigentlich unmachbar, ja. Sonst müsste man theoretisch ganz normal die Map spielen, so wie sie ist. Ja, macht eine Abkürzung hier. Was? Nein, das ist die Map, die ist so gebaut. Die hat mir das einfach so ermöglicht. Das ist gelogen. Ich würde doch niemals lügen. Der gute Hauer ist ja nur am Abkürzen. Wir laufen mal die gute Map richtig ab, ne? Wie man jetzt sieht, wir können diese Mauer nicht wieder aufbauen. Nee, weil die ist ja noch im Feindesbesitz. Ne? Die müsste man eigentlich kaputt machen. Eigentlich. Aber wir lassen die mal am Leben. Ne? Ja. Leben wir mal alle. Und dann weiter. Da ist übrigens noch ein wirklich Hardcore-Einheit am Leben. Die werden wir natürlich auch gleich noch besiegen. Und zwar jetzt. Zack.
jetzt geht's natürlich ratzefatze, aber wenn man so sieht, wir sind auch schon 20 Minuten dabei, ne? Das ist ja auch dementsprechend eine Hardcore-Map. Jetzt werden wir hier nochmal die OP-T2-Einheit von Natur treffen. Die eigentlich ja nicht T2 sein dürfte. Ja, eigentlich sollte sie schon T4 sein, ne? So stark, ja, wie sie ist. Aber das Beste kommt noch. Genau, der Boss nachher, das werden wir gleich schön zeigen. Denn der Hardcore-Boss ist ein Nordgardist und übelst gebufft. Dieser Nordgardist ist unbesiegbar, also wir werden selbst mit dieser Armee hier das nicht hinkriegen. So, laufen wir hier einmal weiter. Jetzt geht's schon zum großen Finale. Der grande Finale. Hier sehen wir schon hier die Promo-Variante von TNF ID 2635 Squad Name. Ne? AKA auch Klingenblatt genannt. Dann der urzeitliche Wächter von Natur, Brutus, Koloss, die Speerkämpfer, noch ein Brutus. Dann hier der spezielle Wolf von Natur von TNF ID 2600 irgendwas Squad Name. Dann hier der Sporenwerfer und dann haben wir hier den ultimativen Nordgardisten, ja. Dadurch, dass das natürlich ein Boss ist, ist das eine super starke T1 Einheit, kostet auch nur 50, hat übelst viel Hitpoints, macht übelst viel Damage und kann sogar fliegen, ja. Also das sind ganz spezielle Nordgardisten, die es nur auf dieser Map hier existieren. Man sieht, ne, wir sind fast alle draufgegangen. Jetzt haben wir noch den einen hier am Start. Das kriegen wir auch noch hin. Ja, ja. Manche denken sich jetzt eigentlich, ja, sie haben jetzt alles geschafft und die Map sollte jetzt beendet sein. Ne? So sollte man es denken. Aber sie ist so hardcore, dass man sie nicht schaffen kann. Dementsprechend schicken wir unsere Einheiten jetzt weg auf die nächste Map. Wo sie auch nie wieder kommen. Ich kann übrigens den Bug zeigen, ne? Jetzt wird das immer automatisch abgewählt. Ich drücke hier die ganze Zeit 1. Ich müsste jetzt theoretisch hier übelst am Rumspam sein, damit die überhaupt wieder rauskommen, ne? Aber das war die Map, ne? Also der übelste letzte Schrott. Aber gut, wir zeigen natürlich die ultimativsten, hochqualitativsten Crab-Mats, ne? Also von daher. Ja. Also wer hier viel erwartet, der erwartet eindeutig zu viel. Nein, es ist angemessen. Findest aber, du? Ja, klar. Es ist ja nicht umsonst. Man wird ja schon in der Beschreibung, sag ich mal, ja. Man wird in der Beschreibung schon getriggert. Könnt ihr es schaffen, ne? Sondern kannst du das schaffen. Aber ja, selbst du oder ich als einzelne Person, selbst wir kannst können es nicht schaffen. So hardcore ist die Map. Ja, und dementsprechend, das war's. Eigentlich mit der Map, man kann sie nicht schaffen. Übelst schwer. Ich hoffe trotzdem, wir konnten euch diese wunderschöne Qualität dieser Map zeigen, ja, und ihr spielt, wollt, oder sag ich mal, ihr wollt sie unbedingt jetzt auch spielen, nachdem wir sie gezeigt haben, weil sie ist ja super spaßig, wie ihr seht. Ja, wir halten euch nicht auf, würde ich sagen. Mal gucken, ob ihr die Map schaffen könnt. Wir haben es nur nicht geschafft, weil wir zu schlecht sind. Und ich hoffe soweit, euch hat die erste Folge von Crab Maps gefallen, ne? Werden auch noch ein bisschen mehr kommen. Wir werden mal ein bisschen gucken, was wir noch so in den Custom Maps finden werden. Und euch mit den besten, hochwertigsten Crab Maps auf YouTube bereichern. Ja, damit ihr die Lust bekommt, auch diese Maps nachzuspielen.
oder erst gar nicht anfängt. Naja, dann sage ich mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüdelü. Au revoir, Shoshana.